Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Asklepios informiert. Wir sind heute am Asklepios Klinikum Bad Abbach zu Gast und wollen Ihnen zeigen, wie dort Notfälle oder kleinere Unfälle schnell und zuverlässig versorgt werden. Dieser Patient kam mit dem Rettungswagen in die orthopädisch-unfallchirurgische Ambulanz. Im extra ausgestatteten Notfallraum wird er sofort von einem kompletten Ärzteteam versorgt. Er ist ein 83-jähriger Herr, der praktisch heute Morgen in den Morgenstunden, nachdem er aufgestanden ist, die Treppe herabgefallen ist und sich dabei eine Verletzung zugezogen hat. Wir haben das vielleicht in den Bildern gesehen, einige Schürfwunden am Bein, am Unterarm und an der Hand. Und die vorwiegendste Verletzung, die er hatte, ist eine Schultergelenksluxation, sprich ein Ausrenken des rechten Schultergelenkes. Rasches Handeln ist also gefragt. Sobald die Art der Verletzung feststeht, bekommt der Patient eine leichte Narkose, um die Schmerzen besser zu ertragen. Dann geht es zu dem Hauptanteil des Einrenken des rechten Schultergelenks. Das erfolgt schonend, deswegen die Narkose. Vor vielen Jahrzehnten hat man das noch ohne Narkose gemacht. Das war wesentlich schmerzhafter. Jetzt ist es aber durchaus gang und gäbe, dass man das sehr angenehm gestalten kann. Dem Patienten geht es aber schnell besser. Er wird noch mehrere Stunden überwacht und darf voraussichtlich am Folgetag wieder nach Hause. Pro Jahr werden ca. 1600 solcher Notfälle am Asklepios Klinikum Bad Abbach behandelt, darunter viele Sportunfälle, auch verletzte Schüler oder ältere Menschen. Ein typischer Sportunfall ist es auch, der Heiner Thalhofer nach Bad Abbach gebracht hat. Also ich spiele bei der AHA Fußball in Bad Abbach und da machen wir ein Training immer mittwochs. Das ist relativ unspektakulär, eigentlich mehr so ein Hobbyfußball. Und ich hatte so nach einer halben Stunde ein bisschen Beschwerden an der Achillessehne, was bei mir aber öfters vorkommt. Und 10 Minuten später wollte ich dann einem langen Ball nachlaufen. Und wie ich angetreten bin, habe ich einen Schlag auf der Achillessehne gespürt, wie so ein Tritt. Und damit ist es eigentlich schon geschehen gewesen. Ja. Bei der Untersuchung wird dann schnell das Ausmaß der Verletzung deutlich. Das ist die gesunde Seite mit der Sehne, die man hier in der Struktur sieht, glatt und kräftig. Und jetzt kommen wir zu der Seite, wo sie gerissen ist. Da sehen Sie hier so einen Sehnenstumpf, hier den anderen und dazwischen richtig, wie dieses Loch klafft. Da ist die Sehne komplett gerissen. Das muss operiert werden und das werden wir dann morgen machen. Eine schnelle und zuverlässige Unfallversorgung ist am Asklepios Klinikum Bad Abbach also garantiert. Dafür ist man speziell eingerichtet. Also wichtig ist, dass ein ganzes Team darauf eingestellt ist, den Notfall zu versorgen. Wir haben extra diesen Notfallraum, der auch alle Erfordernisse, die man für die medizinische Versorgung braucht, erfüllt. Hier gibt es das Röntgengerät, dann Ultraschall, das gehört immer zur Diagnostik mit dazu. Und grundsätzlich alle Möglichkeiten auch der Wundversorgung. So kann den Patienten immer schnell geholfen werden. Und auch Berufsunfälle werden in Bad Abbach rund um die Uhr versorgt. Ein Notfall ist es auch, wenn plötzlich die Bandscheibe streikt und nichts mehr geht. Eine solche Patientin lernen wir gleich kennen und auch Sie hier, die vermutlich jüngste Patientin, die wir bisher hier getroffen haben. Die kleine Maya kam vor 4 Wochen mit einem sogenannten Klumpfuß zur Welt. Bei dieser angeborenen Fußfehlbildung ist ein Füßchen nach innen gedreht, die Achillessehne stark verkürzt. Das lässt sich aber sehr gut behandeln. Also die Kleine bekommt jede Woche von uns einen Gips, so einen Softcast-Gips, den können die Eltern selbstständig abwickeln. Und dann ist es so, die wickeln ihn ab, gehen morgens zur Krankengymnastik und dann kommen sie wieder zu uns und wir legen neuen Gips an. Wir haben immer wieder Säuglinge mit Klumpfüßen, auch mit Hüftdysplasien. Das gehört zum Standard bei uns genauso dazu, wie das Kind, das von der Schaukel fällt, wie der Schulunfall oder sonstiges oder Skoliosen bei Teenagern. Ganze Bandbreite. Bei Maya zeigen sich schon deutliche Fortschritte. Den Gips bekommt sie 6 bis 8 Wochen lang. Dann wird entschieden, ob bei einer kleinen OP die Achillessehne durchtrennt wird oder eine Schiene ausreicht. In jedem Falle wird Maya dank der Behandlung einmal ganz normal laufen und sich entwickeln können.
Ein Zimmer weiter ist Sonja Meyer bei der Nachuntersuchung. Sie hatte sich 3 Monate lang mit einem schlimmen Bandscheibenvorfall gequält. Eigentlich war sie strikt gegen eine OP. Und das wird am Asklepios Klinikum Bad Abbach nach Möglichkeit auch immer versucht. Doch in manchen Fällen, wie auch bei Sonja Meyer, ist ein Eingriff dann doch unumgänglich. Wenn die Bandscheibenvorfälle zu groß sind, dann bietet es sich oft an, doch dem Patienten Schmerzerleichterung zu bringen, indem man die Operation vorschlägt. Anders natürlich, wenn ein Patient kommt, der motorische Ausfälle hat, der Lähmungserscheinungen hat, da bringen dann Spritzen nichts, sondern da sollte man schauen, den Nerv schnellstmöglich zu entlasten und die Operation anzustreben. In einem minimalinvasiven Eingriff wurde Sonja Meyers Bandscheibenvorfall entfernt. Schon eine Woche später hat sie ein völlig neues Lebensgefühl. Wenn ich gewusst hätte, dass mir das so eine Linderung oder so eine Heilung bringt, hätte ich wahrscheinlich gar nicht so lange gezögert und hätte mich sofort operieren lassen. Also ich bin nach der OP aufgewacht und habe gemerkt, ich bin wieder Herr meines Beins. Also ich war absolut schmerzfrei. Wenn ein Patient wirklich jetzt eine Lähmung hatte, die brauchen häufig noch ein bisschen länger, um wieder zurückzukommen. Da kann man nicht von einem Erfolg schon sagen, wenn es nach einem Tag noch nicht besser ist. Aber diese Schmerzerleichterung ist meistens schon durch die OP sofort gegeben. Und dadurch sieht der Patient, jetzt geht es in die richtige Richtung und ist dann auch schon wieder gleich mobil und kann auch relativ schnell das Krankenhaus wieder verlassen. Und auch Heiner Thalhofer, der vor 4 Wochen am Asklepios Klinikum Bad Abbach an der Achillessehne operiert worden ist, kann schon seinem Beruf als Rechtsanwalt wieder nachgehen. Also ich bin am Freitag operiert worden, konnte schon am Sonntag, also nach 2 Tagen eigentlich, das Krankenhaus verlassen. Und auch die Schmerztabletten eigentlich am Montag habe die absetzen können. Und jetzt schaue ich halt, dass ich den ganzen Tag rumkriege, wobei ich eigentlich alle 2 Stunden ungefähr den Fuß hochlegen muss, weil er sonst am Ende des Tages schon kräftig anschwillt. Von der OP selber bin ich eigentlich recht begeistert, weil es ein relativ kleiner Schnitt sind, vielleicht bloß 3 Zentimeter, die jetzt nach 4 Wochen schon fast verheilt sind. Und in wenigen Wochen kann Heiner Thalhofer sein Bein dann sogar wieder belasten. Wenn Sportler sich verletzen, dann ist das natürlich immer ein großes Problem. Schließlich müssen sie ja Hochleistungen bringen. Aber auch sie werden hier in Bad Abbach schnell und gut versorgt. Vor kurzem hat es zum Beispiel erst Läufer Philipp Flieger erwischt. Ich hatte einen Haarriss im Kreuzbein und der ist Anfang des Jahres diagnostiziert worden. Nach einem Trainingslager in Spanien, und da hatte ich dann schon relativ lange Probleme, immer wieder mit dem Rücken, war auch hier zur Behandlung. Und als es dann gar nicht besser geworden ist im Trainingslager, haben wir dann gesagt, ja, okay, müssen wir auf jeden Fall mal ein MRT machen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und ja, jetzt habe ich 8 Wochen Reha hinter mir und die ersten Schritte habe ich jetzt quasi wieder starten dürfen. Philipp Flieger wird am Asklepios Klinikum Bad Abbach kontinuierlich von Physiotherapeutin Anne Toffel behandelt, auch jetzt nach seinem Ermüdungsbruch. Seine Hauptproblematik sind halt immer die muskulären Sachen. Und die behandle ich hauptsächlich, weil er, wenn er jetzt eine Verletzung hat, auch Alternativtraining macht, im Wasser und Radl fährt. Und dadurch steht er halt auch immer wieder unter körperlicher Anstrengung. Und diese kleinen Probleme, die er hat, versuche ich halt möglichst gering zu halten. Es ist natürlich super, wenn man einen Physiotherapeuten gut kennt, weil natürlich das Vertrauensverhältnis ja irgendwo auch wichtig ist. Und je länger man schon mit dem zusammenarbeitet, desto besser kennt der natürlich auch deine individuellen Schwächen und Schwachpunkte, die man sowieso fast bei jeder Behandlung mal abklopfen sollte, weil wenn man die vernachlässigt, dann ist fast schon was vorprogrammiert. Im Leistungssport ist es wichtig, dass der Sportler schnell eine Diagnose bekommt. Auch die Versorgung sollte sofort beginnen, damit er schnell wieder in den Trainingsalltag einsteigen kann. Bescheid vom Trainer oder vom Athlet selber, dass der mich anruft und sagt, ich bin jetzt gerade im Training umgeknickt. Und dann ist halt, das ist gut, dass wir das hier leisten können, gleich die Erstversorgung ist. Also ich gucke mir ihn an und fahre dann meistens hier in die Klinik, wird gleich Röntgenaufnahme gemacht, um eventuelle Brüche oder schwere Verletzungen auszuschließen, dass dann die Diagnose steht und dass wir dann dementsprechend sofort die Behandlung ansetzen können. Bei akuten Problemen und Verletzungen sind die Sportler also hier an der Klinik und Poliklinik für Orthopädie optimal versorgt. Die Spitzensportler werden hier aber auch das ganze Jahr über betreut. Und für diese Langzeitbetreuung schauen wir jetzt ans Zentrum für orthopädische Rehabilitation.
Bei der jährlichen Sparkassengala ist das Asklepios-Team medizinischer Partner und betreut die Athleten aber auch das ganze Jahr über. Wichtig ist es, Ursachen und Folgen zu erkennen. Bei Philipp Flieger hat zum Beispiel eine Vollblutanalyse geholfen. Es war ein Kupfermangel, ganz eklatant. Und als wir den ausgeglichen haben, dann sind auch die Hämoglobinwerte hochgekommen. Und das muss man halt beim Sportler auch so ein bisschen schauen, wenn er infektanfällig ist. Und das ist einfach, dass man ein bisschen ganzheitlich auf die Athleten schaut und auch die Nebenkrankheiten, was jetzt nicht reine Orthopädie ist, mit berücksichtigt. Auch Leichtathletin Corinna Harrer, die 2012 bei den Olympischen Spielen im Halbfinale über 1500 Meter stand, wird am Asklepios Reha-Zentrum betreut. Sie ist zwar nicht sehr anfällig für Verletzungen, weiß aber, wie wichtig regelmäßige Check-ups sind. Das ist schon wichtig, weil, wie man sagt, immer, Zeit ist total wichtig. Und wenn man einfach mal anrufen kann und ziemlich schnell behandelt wird, das ist total wichtig, weil jeder Trainingsausfall ist schädlich letzten Endes und man hofft einfach so schnell wie möglich dran zu kommen und auch schnelle Hilfe zu kriegen. Und wenn man erstmal einen Arzt suchen muss, der einem helfen kann, und hier sind wir an einer richtig guten Adresse und hier weiß jeder, dass wir hier einfach die Hilfe kriegen, und deswegen sind wir gerne hier. Und dem Ärzteteam scheint es da ganz ähnlich zu gehen. Die Betreuung von Spitzensportlern ist auch für die erfahrenen Mediziner etwas Besonderes. Es macht Laune, mit diesen jungen Sportlern zu arbeiten, weil die sind so dankbar dann. Das ist eigentlich schon die kurze Umarmung bei so einem Sportfest, wie wir es hier halt von Asklepios mit der Sportgala, von der Sparkasse und Telesfinanz machen. Und da hat sich eigentlich dieses Verhältnis intensiviert, auch mit unseren Physiotherapeuten zum Teil, die halt dann, wenn es mal ganz an der Not ist, mal kurzfristig mit einspringen. Ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass das Fachkrankenhaus und die Reha in Bad Abbach an einem Standort eng zusammenarbeiten. Unsere Sendung können Sie wie immer auch online abrufen unter tvaktuell.com. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.